Der Bochiner Gletscher. In der kühlen Periode der Eiszeit, vor 20.000 Jahren, reichten die Gletscher zum letzten Mal von den beiden Erdpolen in das Innere der Kontinente und bedeckten alle größeren Gebirge. Das Eis, das sich in den Julischen Alpen ansammelte, glitt durch die Täler von Socha und Sava zum Vorgebirge. Von den Ostwänden des Triglaus mündete es nach Bochin und setzte seinen Weg in die Gegend von Bled fort. Als die Eiszeit ihren Höhepunkt erreichte, war der Bochiner Gletscher bis zu 800 Meter dick und floss sogar über die hohen Talränder. Beim Gleiten schliff das Eis die darunter befindliche Oberfläche und gestaltete das typische Gletschertal in U-Form. Am Höhepunkt der letzten pleistozänen Eiszeit bedeckte der Bochiner Gletscher den gesamten Bleder Raum, auch alle kleineren Erhebungen. Er reichte nahezu bis Lesce und Radaulica. Dabei verschob er den Lauf der Sava Dolinka etwas nach Osten. In der Tundra und Taiga, in der Umgebung des Gletschers, lebten Bisone, Mammute, Elche, Hirsche, Wölfe und Alpenmurmeltiere. Die letzte pleistozäne Eiszeit war allerdings nicht die größte. In der Zeit seines größten Umfangs bedeckte der Bochiner Gletscher auch einen Großteil der Ebenen von Gorensko. Während einer der Höhepunkte der Eiszeit reichte der Gletscher in die Gegend östlich des heutigen Radaulica und hinterließ eine typische Endmoräne, Obla Gorica genannt, was runder Berg bedeutet. Kehren wir in die letzte Eiszeit zurück. Damals reichte der Gletscherrand von Lesce bis Sassip, wo zwei Grate von Endmoränen gut zu erkennen sind, auf denen heute die Kirchen in Sassip und Sebenje stehen. Der Gletscherrand setzte sich über Dolgo Brdo bis Gornje Gorje fort. Hier lief er beinahe mit dem Gletscher zusammen, der durch das Radona-Tal Eis führte. Die Gletscher hinterließen natürliche Amphitheater, die durch einen engen Grat voneinander getrennt waren. Das Eis versperrte auch den Eingang zur Bleder Windkarklamm, weswegen dort ein kleiner Gletschersee entstand. Als das Eis zu schmelzen begann, schnitt die Rečica ein Bachbett in die Ablagerungen und legte dadurch eine Reihe von laminierten Sedimenten frei, die sich hier zur Zeit der Eindämmung ablagerten. Die Eiszeit war klimatisch sehr abwechslungsreich. Bei den Abkühlungen verlängerten sich die Gletscher, bei den Erwärmungen schmolzen sie und wurden kürzer. Beim Voranschreiten schiebt der Gletscher Schutt aus der Grundlage, der sich von seiner Front in Form von Graten, die Endmoränen genannt werden, ansammelt und häuft es an. Spuren der ersten beiden Stauungen beim Rückzug des jungpleistozänen Bochiner Gletschers sind in den beiden Endmoränen bei Dobrauca erhalten. Auf der Ebene vor dem Gletscher staute sich Wasser und allmählich entstanden hier Moore, die zum Teil noch in Blata und Jesarca erhalten sind. Beim Rückzug aus dem Raum Bled geriet der Gletscher, wovon die Grate der Endmoränen bei Pezovca und oberhalb des nordöstlichen Seeufers zeugen, wenigstens noch dreimal ins Stocken. Das Alter ihres Entstehens ist nicht genau bekannt. Sie sind allerdings jünger als 20.000 und älter als 14.000 Jahre. Vor der Front des zurückweichenden Gletschers begann der Bleder See zu entstehen. Zunächst war der Wasserspiegel etwa 20 Meter höher als heute und das Wasser floss unterhalb von Straža durch ein Tal, das heute Dindol genannt wird. Erst als der Gletscher in das Tal der Sava Bochinka zurückgewichen war, öffnete sich die jetzige Mündung der Jezernica bei Blino. Der See im heutigen Umfang ist etwas weniger als 14.000 Jahre alt. Das Klima erwärmte sich noch weiter und wurde dem heutigen immer ähnlicher. Das Eis schmolz schnell und zog sich weiter ins Hochgebirge zurück, dann verschwand es. Als die Eisstütze zurückgewichen war, wurden von den Hängen Erdrutsche und Felsstürze ausgelöst. Mit den Klimaschwankungen hängen auch die glaziofluvialen Terrassen zusammen, die von den Flüssen entlang der ehemaligen Gletschertäler abgelagert und eingeschnitten wurden. Die Flüsse schütteten bei klimatischen Abkühlungen große Mengen von Schutt an, bei Erwärmungen schwemmten sie ihn dagegen fort. Die auf diese Weise entstandenen Terrassen sind zwischen Šobec und Lesce erkennbar. Geformt wurden sie von der Sava, die mit ihrem tief eingeschnittenen Flussbett die Gegend von Bled begrenzt. Sehr malerisch ist der Bereich des Flusstals mit den Mooren bei Brie.
Mit dem Rückzug des Eises hängen auch die ersten Spuren menschlicher Existenz im Bleder Raum zusammen. Steingeräte aus dem Jungpaläolithikum wurden in der Höhle Boglejska Zirku entdeckt, in der Steilwand oberhalb des ergründeten Amphitheaters, den der Buchina-Gletscher zurückließ.